Hallo, mein Name ist Sonja Vollmer von Enka Analysen. Eine Frage vorweg. Müssen Sie regelmäßig viele oder wiederkehrende Daten präsentieren? Zum Beispiel die Ergebnisse von Mitarbeiter- oder Kundenbefragungen mit verschiedenen Berichten für unterschiedliche Zielgruppen oder aber Unternehmenskennzahlen in Monats- oder Quartalsberichten, Personalstatistiken oder andere KPIs? Dann sind Sie hier in jedem Fall richtig. Denn ich möchte Ihnen den Enka Analyzer vorstellen, unsere Software, mit der wir ganz einfach vollautomatische PowerPoint-Präsentationen für Sie erstellen. Wie funktioniert der Analyzer? Auf der einen Seite haben wir die Statistik-Software. Auf der anderen Seite haben wir PowerPoint-Präsentationen. Der Analyzer ist die Schnittstelle in der Mitte, die beides miteinander verbindet. Als Standalone-Lösung hat er einen ganz entscheidenden Vorteil, nämlich den, dass wir auf beiden Seiten die volle Funktionalität der Programme voll ausschöpfen können und damit ein Höchstmaß an Flexibilität erreichen. Der Analyzer greift auf die Daten und Ergebnisse des Statistikprogramms zu, macht teilweise ergänzende eigene Berechnungen und Sortierungen und übergibt das Ganze dann strukturiert an PowerPoint. Und so funktioniert das ganz praktisch. Beginnen wir mit unserem Statistikprogramm. Hier legen wir fest, welche Kennzahlen und Umfrageergebnisse berechnet werden sollen. Dazu nutzen wir Programmcodes, die wir wie Bausteine zusammenstellen und individuell anpassen können. Außerdem haben wir volle Flexibilität, was den Datenimport betrifft. Zum Beispiel Umfragedaten aus SPSS, Rohdaten aus Excel oder auch aus SAP. Am Beispiel einer Umfrage sehen Sie hier, wie wir in Sekundenschnelle eine Vielzahl an Kennzahlen und Häufigkeiten berechnen, die später die Datengrundlage für den Ergebnisbericht bilden. Im nächsten Schritt definieren wir die Präsentationsvorlage in PowerPoint. In Sachen Optik gibt es keinerlei Beschränkungen. Wir können die Vielzahl an Diagrammvarianten mit schier unendlichen Visualisierungs- und Formatierungsmöglichkeiten nutzen, zum Beispiel auch Ihre bereits bestehenden Vorlagen. Egal ob klassisches Umfragedesign oder ein sehr modernes, ob Trendanalysen oder tabellarische Darstellungsformen oder auch komplette Scorecards, alles ist möglich. Und das Schöne dabei: alle Diagramme und Textfelder bleiben auch nach der Automatisierung weiterhin frei editierbar. Aber das eigentlich Spannende an der ganzen Sache kommt jetzt: die Automatisierung. Zuerst müssen wir die Präsentationsvorlage über den Analyzer einmalig einrichten. Wir öffnen die Vorlagendatei und rufen die zuvor berechneten Ergebnisse auf. Anschließend selektieren wir den Datenbereich, der uns interessiert. In diesem Fall handelt es sich um eine einzelne Frage aus einer Mitarbeiterbefragung. Hier sehen wir einige Kontrollstatistiken und unten im Hauptfenster erscheinen alle Ergebnisse und Kennzahlen als Buttons. Anhand von drei Diagrammvarianten sehen Sie nun, wie das Einrichten einer Automatisierung funktioniert. Das Balkendiagramm markieren wir per Klick. Dann wird die gewünschte Kennzahl, in diesem Fall einfache Häufigkeiten, über den Button direkt in das Diagramm geklickt. Fertig. Für die Benchmarks in den Textfeldern machen wir es genauso. Beim Säulendiagramm werden 6 einzelne Fragen nach 8 Ländern aufgesplittet. Jeder, der mit PowerPoint arbeitet, weiß, welchen Aufwand es bedeutet, eine solche Darstellung manuell umzusetzen und jeden Wert einzeln zu berechnen und einzutragen. Das funktioniert auch hier per Klick. Kommen wir nun zum dritten Beispiel, der Landkarte. Hier klicken wir Indexwerte auf den Achsen Top 2 und Low 2 für einzelne Länder ins Diagramm. Das Ampelschema kennzeichnet Zielwerte. Wir klicken dann noch Zusatzinformationen ins Notizfeld, hier die Einzelwerte zu den sich teilweise grafisch überlappenden Länder-Icons. Ganz nebenbei haben wir mit unseren Klicks eine Automationsdatei erzeugt. Das heißt, der Enka Analyzer merkt sich, welches Diagramm oder Textfeld mit welchem Wert befüllt wurde.
Diese Informationen bilden die Automationsdatei und werden abgespeichert. Weitere Reports erstellen wir damit ganz einfach. Pfade für die Vorlage, die Daten und den Zielordner festlegen, Automationsdatei auswählen und los geht's! Hier sehen Sie die Reporterstellung einer kompletten Studie, schnell, zuverlässig, automatisch. Mehrere Reports aus derselben Vorlage verarbeiten wir natürlich im Stapel. Auch verschiedene Sprachausgaben sind für den Analyzer kein Problem. Die Sprache für die Präsentationsvorlagen wird ebenfalls per Klick zugewiesen. Die flexible Kombination aus Analyse und Visualisierung macht den NK-Analyzer einzigartig. Nutzen auch Sie diese Vorteile beim PowerPoint-Reporting Ihrer Umfragen oder Unternehmenskennzahlen. Der NK-Analyzer steht für 100% Customizing. Er ist dabei automatisch, schnell und fehlerfrei. Er sorgt für eine überzeugende Optik der PowerPoint-Präsentationen. Alle Sprachen der Welt sind möglich. Und die freie Editierbarkeit bleibt erhalten. Nicht zuletzt steht der NK-Analyzer für ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Überzeugen Sie sich selbst. Wir beraten Sie gern und freuen uns, wenn wir mit dem NK-Analyzer für Sie aktiv werden dürfen.